Willkommen bei profischnapp.de. Eine Garnitur aus Kundenstorno habe ich heute für Sie. Und zwar das Modell 2864 Elex als große dreiteilige Eckformation in einem Stoff V3998 Grau. Ja, grau meliert, hell dunkel meliert. Diese Garnitur stammt aus Kundenstorno und ich möchte Ihnen jetzt erstmal erklären, was das heißt. Kundenstorno heißt, Kunde bestellt im Möbelhaus, Bestellung geht vom Möbelhaus zum Hersteller, Produktion läuft, Vorlieferung wird die Sache storniert und die Produktion ist nicht mehr zu stoppen oder lohnt sich nicht mehr zu stoppen. Die fertige Garnitur geht gar nicht zum Kunde, sondern sofort ins 1B-Warenlager. Also eigentlich die beste Ware, unbenutzt, neu für Sie. Jetzt habe ich hier eine dreiteilige Ecke, wo Sie viel Platz haben, viel Platz zum Sitzen. Also Sie kriegen hier locker 5 Leute drauf, aber auch 6. Also ideal für eine große Familie in einem pflegeleichten Stoff, der sehr hautsympathisch ist, mit Federkern im Sitz. Also ich sitze hier relativ fest, oben etwas softer, guter Sitzkomfort. Und ich kann natürlich hier auch profischnapp.de liegen. Ja, ich kann hier liegen, ich kann hier liegen und mit einem Hocker kann ich an jeder anderen Position auch liegen. Wunderbar, es ist hier, sind Aussparungen vorgesehen für eine Kopfstütze. Diese können Sie dann regulär im Fachhandel dazu erwerben oder Sie kaufen bei uns eine Kopfstütze für die Hälfte, die einen anderen Bezug hat. Aber zu Grau kann man ja vieles kombinieren. Ja, was mir hier noch gefällt, sind die schönen, eleganten Füße, die das Ganze sehr grazil machen, die klassische Formgebung, die gute Qualität, der Sitz ist fest, da verrückt nichts. Auch die Rückenkissen sind festgenäht. Eine unvergängliche Optik in Tradition der Garnitur Conzeta von Cor. Viel Platz, gut, den müssen Sie haben. Sie brauchen links davor stehen 2,55 Meter und rechts 3,17 Meter. Haben Sie das? Suchen Sie eine schöne Eckgruppe, groß, in einem neutralen Stoff. Wollen Sie gute Qualität zum absoluten Schnäppchenpreis, dann schnappen Sie zu. Und tschüss. Ach ja, rufen Sie mich an, wenn es Fragen gibt.